Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute will ich mal probieren, den 3D-Flug oder auf dem Kopfflug, wie man so schön sagen soll. Und jetzt mal ausprobieren, ob es hier mit diesen funktioniert. Und bleibt dran, machen los. Wie gesagt, wichtig, wenn ihr hier den Rückenflug plant, dass der Akku richtig eingerastet ist, wirklich darauf achten. Richtig reinschieben, hier zusammendrücken und es muss ja leicht knacken. Dann die Fernbedienung einschalten. Und es war so gewesen, dass man diesen Knopf hier drückt und dann kurz nach vorne und zurück. Dann sollte der sich dann umdrehen. Aber gucken wir mal hier. Schalten das Ganze mal ein hier. Halt. Falsch. Okay, wir kalibrieren erstmal. Das funktioniert. Okay, wir starten jetzt erstmal im normalen Modus. Da zeige ich euch mal, wie hoch ihr fliegen müsst, denn ihr müsst hier wirklich über 8 Meter fliegen, also 9 Meter fliegen hoch. Und mit der normalen Funktion, hier seht ihr schon, ist es so, dass er eben halt bis 8 Meter fliegen könnt, und das kann man sich schon mal schnell vertun. Da liegt wie ein Brettrimmel hier. So, 8 Meter hoch. Ihr seht jetzt hier, ich fliege jetzt hoch und mehr geht nicht. Ich kann wirklich hier drücken. Es funktioniert nicht. So, das heißt, wir müssen das Ganze hier umschalten. Funktioniert auch nicht, piept auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder landen. Und um hier den 3D-Flug zu wagen. Ging sofort aus. So, schalten wir einfach um in dem Dingensflug und ist wieder angeworfen und so, schauen wir mal, sind 8 Meter hoch. Drauf gedrückt, man hört keinen Piepston und nix. Ein bisschen höher noch. Das klappt hier. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Hört nichts, rein gar nichts hier. Sehe, wie er hin und her driftet, er kommt einfach zurück. Und ja, es will ja nicht gelingen.
Kein Piepston und gar nichts. Hier habe ich einen Piepston für die Geschwindigkeit. Richtig schön große Höhe hier. Ja, trifft es mir sogar nach hinten weg hier. Also null Funktion hier. Das fliegt wirklich schön hier. Muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Gesicht fliege. Klang nochmal. Ja, Lieben, es ist leider, wie es ist. Es hat leider nicht geklappt. Wie gesagt, weder bei dem grün-blauen, blau-gelben und dem weiß-roten hat es auch nicht funktioniert. Wie gesagt, ich höre auch nichts mehr, wenn ich die Taste drücke, die eigentlich den Überschlag auslösen lassen soll. Ja, keine Ahnung warum. Und vielleicht muss ich nochmal was reinschauen in die Fernbedienung, die ja wirklich grottig ist mittlerweile. Ich habe wirklich mittlerweile Angst, die Tasten da, die Sticks zu betätigen, dann könnte man wirklich denken, die fallen gleich mal mit raus. Das ist wirklich ein bisschen schlecht gemacht mittlerweile. Okay, ciao dann, bis zum nächsten Mal.